Herzlich willkommen, liebe Biathlon-Freunde, auch von mir zum zweiten Frauensprint in diesem Winter. Ich bin wirklich richtig froh, Sie endlich mal wieder live von vor Ort begrüßen zu können. Ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal live vom Ort des Geschehens kommentiert haben. Genauer gesagt 21 Monate. Es war der März 2020, kurz bevor Corona uns alle lahmgelegt hat in Kontiolahti. In diesem Sinne also rein in die zweite Woche von Östersund. Sprint der Frauen. Es laufen die Vorbereitungen, 115 insgesamt haben sich heute versammelt. Die Startfelder sind richtig groß geworden. Mit der 2 haben wir eben kurz Eva Puskarčíková gesehen. Und das ist die Startnummer 1, eben thematisiert bei unseren neuen Experten, bei Arne Pfeiffer und bei Michael Antwerpes. Mit der 4 dann schon die nächste Schwedin, die hier natürlich besonders begrüßt und gefeiert werden, Lynn Persson. Aber Elvira Öberg, die ist ein paar Sätze extra wert. Sie war die schnellste der ersten beiden Rennen, die ja, wie Sie wissen, auch hier in Östersund stattgefunden haben. Sie hatte die schnellste Laufzeit sowohl beim Auftakt über die 15 Kilometer als auch beim ersten Sprintrennen. Am Ende in der sogenannten Komplexleistung, allerdings nur in Anführung auf den Rängen 18 und 8. Johannes Lukas, ihr Cheftrainer, hat gesagt, das ist alles im Lot. Da muss nur der Knoten platzen, dann ist auch sie ganz vorn mit dabei. Startabstand, das ist genauso wie in der letzten Saison. 30 Sekunden beim Sprint. Eva Puskarčíková, die Tschechin, die hier geglänzt hat mit einem 11. Platz im Sprintrennen. Ist schon viele, viele Jahre dabei. Vor 5 Jahren zum ersten Mal auf dem Podium. Und Lynn Persson ging es ähnlich wie Hanna Öberg, dazu gleich ein bisschen mehr. Hier Ingrid Landmark, Tandre Wold, die schwächer in die Saison gestartet ist, als es ihr lieb war. Nur 20. zum Auftakt auf der langen Strecke und dann 27. im Sprint. Die norwegischen Fans hier ganz gut vertreten auf der Tribüne. In Schweden sind Zuschauer genehmigt, gestattet. Ingrid Landmark, Tandre Wold. Dann schon der Blick zu Sinara Alimbekeva, eine der auffälligsten der ersten beiden Wettbewerbe. Lynn Persson, ihr ging es genauso wie Hanna Öberg zum Beginn. Ganz schwach über die 15 Kilometer, nur 73. dann über Nacht. Der Reset-Knopf gefunden worden und dann war sie richtig gut dabei. Als 9. im Sprint. Also auch mit ihr wird heute zu rechnen sein. Die Regie macht es hier ein bisschen kompliziert, zeigt schon immer mal welche, die weiter hinten dran sind. Mit der 7 war das Justine Breisast-Boucher. Sinara Alimbekeva, die Belarusin. Im letzten Jahr schon richtig gut dabei, gewann das blaue Trikot, der beste oder die beste unter 25-Jährige und begann diesen Winter sicher richtig gut mit 2 vierten Plätzen. Ist in der Weltcup-Gesamtwertung damit punktgleich auf Rang 1 mit der Tschechin Davidova. Elena Krutschinkina, gleich noch eine aus Belarus, aus der wirklich starken Mannschaft von Reinhard Göstweiner, der Österreicher, hat einiges umgekrempelt, vor allen Dingen vor der letzten Saison, hat gesagt, in diesem Jahr habe ich es alles nur noch mal intensiviert, nicht alles wieder auf Null gestellt, aber der Erfolg hat sich ja schon relativ zügig eingestellt. Schon in der Vorbereitung war Elvira Öberg in überragender Verfassung, ihr eilte der Ruf voraus, sie hätte alles in Anführung, so Zitat, die Trainer zerlegt. Im schwedischen Idre die Vorbereitungsrennen alle haushoch gewonnen, aber Vorbereitung und Wettkampf sind dann doch zwei Paar Schuhe und dementsprechend der Auftakt mit 5 Fehlern bei ihr einigermaßen in die Büchs gegangen. Hat eine sehr stringente Karriere hinter sich, begann 2018 als dreimalige Jugendweltmeisterin, Sprint, Einzel und in der Staffel.
Jetzt haben wir mal die Gelegenheit, mit ihr ein bisschen die Strecken von Östersund zu laufen. Das haben auch die Kollegen des ZDF in der vergangenen Woche schon erzählt, mit die schwierigsten, die im Weltcup überhaupt zu finden sind. Temperaturen heute um 10 Grad minus in etwa. Die Trassen sind breit und sie sind hart, das hört man ganz gut. Mein lieber Mann, nach Kilometer 1,3 hat die Tschechin Puskarčíková wahrlich keine langsame, schon 21 Sekunden Rückstand auf Elvira Öberg. Und auch Tandre Wold fast 8 Sekunden hinter der Schwedin. Also die hat mal ein extrem hohes Anfangstempo angeschlagen. Die Italienerinnen mit durchwachsenem Start in die Saison. Lisa Vitozzi war das gerade, auch Dorothea Wira, beide noch unzufrieden, haben wechselhafte Leistungen gezeigt. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang eines langen Winters und der Saisonaufbau der einzelnen Mannschaften ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Höhepunkt natürlich die Olympischen Spiele in Peking und das ist noch eine Weile hin. Lynn Persson 15 Sekunden hinter ihrer Mannschaftskameradin. So, da haben wir Denise Herrmann, die wir eben im Vorbericht ein bisschen gesehen und befragt haben, die hier sehr schöne Erinnerungen hat an Östersund und das auch gleich mal umgesetzt hat im ersten Rennen der Saison mit Rang 3. Ihren ersten Weltcupsieg hat sie auch hier gefeiert. Das war ein Sprintrennen, Dezember 2017. Die Erinnerungen wird ihr niemand mehr nehmen. Auch den Verfolger, der dranhing, hat sie damals gewonnen. Also wunderbar, die Strecken von Östersund, auch welche, die ihr richtig gut liegen. Gute Laune bei der Ältesten der Gasparin-Schwestern. Herzlich willkommen auch im nächsten Weltcup-Winter, Selina Gasparin, mittlerweile 37. Auch ihre beiden Schwestern Aita und Elisa heute mit im Rennen. Hat Schweizer Biathlon-Geschichte geschrieben, Selina Gasparin. War lange Jahre die einzige, die überhaupt in der Schweiz Frauenbiathlon betrieben hat. So, jetzt bin ich gespannt. Elvira Öberg, 5 Fehler zum Auftakt, dann ein bisschen besser im Sprint. Ein Fehler zum Auftakt bei Elvira Öberg und Denise Herrmann haben wir oben im Fenster gesehen, ist auf die Strecke gestartet. Einen Fehler kann sie sicherlich kompensieren, aber mehr dürfen es nicht werden. Beim Sprintrennen wird sofort die Strafrunde gelaufen, direkt hier hinter den Scheiben. Ingrid Landmark-Tandre Wold, eine Minute nach Öberg gestartet, kommt jetzt ebenfalls zum ersten Anschlag. Das Liegenschießen. Bedingungen heute recht gut. Fast überhaupt kein Wind am Schießstand. Puskarčíková, die Tschechin, eingeholt von Ingrid Landmark-Tandre Wold. Der Schießstand gut ausgeleuchtet. Leichter Flockenwirbel, aber nicht so, dass sie behindert werden würden. Und Hanna Öberg, die Siegerin des Sprints der vergangenen Woche, ist unterwegs. Ja, guter Rhythmus bei der Norwegerin, nicht übermäßig schnell. Patrick Oberecker hat es registriert und die Linksschützin muss dann erstmal eine kleine Pirouette drehen, bevor es wieder auf die Strecke geht. Wird die Zeit von Elvira Öberg knapp unterbieten und ist jetzt die Führende mit 7 Sekunden Vorsprung. Puskarčíková ist Dritte, ebenfalls fehlerfrei geblieben.
Ja, sehr gute, sehr schnelle Schützin, Lynn Persson, die Schwedin. Wird die Zeit von Tandrevold nicht schaffen, aber die von Öberg möglicherweise attackieren. Und wir sehen jetzt schon Alim Bekeva, die so konstant reingestartet ist in diesen neuen Winter. Zweimal vierter Platz, sowohl über 15 Kilometer als auch im Sprint. Und hier begonnen mit einer Null-Fehler-Einlage. Und sie wird gleich die neue Spitzenreiterin sein. Zinara Alim Bekeva hat sich im Vorjahr in Deutschland einen neuen Schaft bauen lassen. Der neue Trainer hat dann gleich ein bisschen was auch an ihren Anschlagpositionen geändert und es hat sofort gefruchtet mit dem Gewinn des blauen Trikots. Alim Beker war eine der überragenden Läuferinnen des letzten Jahres. Stichwort überragende Läuferin, das ist auch Denise Herrmann in den letzten Jahren gewesen. Jetzt zu Beginn der Saison dürfen wir vielleicht noch nicht die Bestzeiten von ihr erwarten. Hat uns erzählt, sie hat das Ganze ein bisschen anders begonnen in der Vorbereitung als im letzten Jahr. Hintern Stock und nach vorne abdrücken. Hopp, hopp, hopp und drüber. Vielleicht haben Sie es gehört, ein paar technische Hinweise noch von Florian Steirer, dem zweiten Coach, der heute draußen ist auf der Strecke. Justine Brazas-Boucher, auch eine der schnellen Läuferinnen. Patrick Favre, der Italiener dort bei den Französinnen am Fernglas, muss in die Runde. Justine Brazas-Boucher. Mitte 28, das ist Vanessa Vogt, gleich die zweite der deutschen Frauen, die an der Reihe sein wird. Prozedere kennen Sie, die Transponder werden da an die Fußgelenke angebracht, an den Fußgelenken, die dann zur Übermittlung der Zeiten dienen. Olena Bilosiuk, neuer Name, aber nur neuer Nachname, dahinter verbirgt sich Olena Pidružna, Weltmeisterin auf dieser Strecke vor 8 Jahren. Immer noch eine sehr gute Schützin und sehr routiniert, hat man eben auch gesehen, als sie nochmal abgesetzt hat nach dem dritten Schuss. Der Rhythmus passte nicht mehr, vielleicht hat sie auch ein bisschen gepresst. Hat den Anschlag nochmal neu aufgenommen, das Auge beruhigt, die Atmung intakt gebracht und dann war es soweit. Emma Lander hat hier überzeugt mit einem 6. Platz über die 15 Kilometer, beste Platzierung ihrer Karriere. Da wird sie heute leider nicht landen, muss schon gleich nach dem ersten Anschlag 2-mal in die Strafrunde. Das ist mit der 11 Marketa Davidova, die Auftaktsiegerin dieses Winters. Holte sich den 15-Kilometer-Wettbewerb mit einer lupenreinen Schießleistung. Ist ja auch die Weltmeisterin auf dieser Strecke aus der vergangenen Saison. Wieder so ein Fehler, der auch für André Morawetz einer zu viel ist. Klar, läuferisch ist sie nicht ganz top. Deshalb muss sie über ein fehlerfreies Schießen im Sprint kommen, um ganz vorn mit dabei zu sein. Vor einer Woche Rang 15 im Sprint. Das ist Marie Eder. Im Prinzip finnische Alleinunterhalterin, nachdem Kaisa Mäkäräinen die Karriere beendet hat. Mit mäßigem Saisonstart. Gilt auch für den Beginn dieses heutigen Sprints. Und wir wissen, 30 Sekunden nach ihr ist Denise Herrmann gestartet. Also müsste auch sie jetzt schon am Schießstand angekommen sein. Hanna Sola, neue Bestzeit von unterwegs. Das will was heißen, schneller als Elvira Öberg. Und wir sind bei Denise Herrmann. Aber
hat sich da offenbar eine Patrone rausrepetiert. Die muss jetzt manuell nachgeladen werden. Das ging relativ zügig und doch gehen da 8 bis 10 Sekunden hops. Schön, dass sie trotzdem den Rhythmus wieder gefunden hat und getroffen hat, Denise Herrmann. Und wir sind schon bei Elvira Oeberg und ihrem zweiten Schießen. Hat jetzt auf die Karte alles oder nichts gesetzt. Jean-Marc Chablot, der lange Schweizer, am Glas der schwedischen Mannschaft, verzweifelt so ein bisschen, denn noch hat sie die Leistungen der Vorbereitung des Trainings nicht in den Wettkampf umsetzen können. Wieder 2 Fehler, wie in der letzten Woche. Es wird wieder eine gute Platzierung, da bin ich sicher, aber hier muss man heute sicherlich 0 schießen, wenn man aufs Treppchen möchte. Ihre ältere Schwester, auch sie beginnt wie Denise Herrmann mit einem Fehler. Dann der perfekte Rhythmus. Hanna Oeberg begann mit sage und schreibe 7 Fehlern über die 15 Kilometer und nur Rang 74, dann die Nullfehler-Einlage im Sprint und der Sieg. Und jetzt Ingrid Landmark-Tandrevold. Ganz oft dieser erste Schuss, wenn der Puls noch richtig hoch ist und man von dieser schweren Strecke zurückkommt zum Schießstand. War jetzt bei Hanna Oeberg so, bei Denise Herrmann und auch bei Ingrid Landmark-Tandrevold, die gleich noch einen daneben setzt. Denise Herrmann übrigens mit 41,4 Sekunden raus aus der Strafrunde, Rang 12 momentan. Puskarčíková hat es jetzt besser gemacht. Muss allerdings auch einmal in die Runde, Tandrevold ja zweimal. Sensationelle Vorstellung von Lynn Persson. Da kommt auch zum ersten Mal die schweizerische Faust bei Jean-Marc Chablot, einem ehemaligen Athleten. Denn das war eine richtig starke Vorstellung von Lynn Persson. Minus 1,5, das heißt, das ist die Führung. Und das ist Franziska Preuß, die gleich als Dritte aus deutschen Landen auf die Strecke gehen wird. Übrigens auch, kleiner Hinweis, Sportschau Olympia Countdown heißt der neue Podcast, der in der ARD Audiothek zu sehen ist und überall dort, wo es Podcast-Angebote gibt. Jeden Donnerstag wird er neu gemacht. Heute die erste Ausgabe und passend zum Wettbewerb. Franziska Preuß wird die Erste sein, die Rede und Antwort steht. Ja, fantastische Serie von Hanna Sola, die so stark begonnen hatte, auf der Strecke schon schneller unterwegs war als Elvira Oeberg und hier tatsächlich den Vorsprung noch ausbaut, dank ihrer sehr schnellen Schießeinlage. Keine Unbekannte auf dieser Strecke. Sie gewann Bronze bei den Weltmeisterschaften der vergangenen Saison und hat auch richtig gut begonnen, 5. im Sprint vergangene Woche. So, da haben wir Franziska Preuß, die sich selber noch mal ein bisschen motiviert, die richtig gut reingekommen ist in die Saison. Klasse Schützin und Rang 7 im Sprint. Das war dann auch schon die Qualifikationsnorm des Deutschen Skiverbandes. Einmal unter die besten 8 muss man kommen oder zweimal unter die besten 15. Dann hat man diese sogenannte Norm für die Olympischen Winterspiele in Peking. Das schon mal abgehakt. Da kann sie jetzt schon befreit auflaufen. Christian Mehringer, heute der Trainer am Schießstand bei den Frauen. Die beiden, Florian Steirer und er, wechseln sich ja von Wettbewerb zu Wettbewerb ab. Da haben wir wieder Olena Bilosiuk. Mittlerweile 34 Jahre alt. Die Weltmeisterin vergangener Tage auf dieser Strecke aus der Ukraine. Allerdings mit 2 Fehlern, das heißt 300 Meter Strafe für die Ukrainerin. Damit fällt sie weit zurück.
Lisa Vitozzi, die Italienerin, die eigentlich eine super Vorbereitung hingelegt hat, auch einen tollen Sommer hatte, die dann allerdings mit 3 Fehlern reinstartete in die Saison. Kann man schon als Fehlstart bezeichnen. Danach 3x0 schoss auf der langen Strecke. Das war stark. Stark auch die Laufzeiten, wie gesagt, von Elvira Oeberg. 2x die beste, heute wieder 2 Fehler. Wie schon im Sprint in der vergangenen Woche und wieder blitzschnell unterwegs in der Spur. Dann die Auftaktgewinnerin, Marketa Davidova. Zeit der Besten jetzt vorbei. Das ist hier Sinara Alimbekova mit 2-0-Fehler-Einlagen. Die Belarusin thront sie über der Konkurrenz. So, es geht jetzt Schlag auf Schlag hin und her. Eben noch 2. Schießen, jetzt 1. Zielanlauf. Elvira Oeberg. Trotz der 2 Strafrunden, die sie gelaufen ist, werden wir uns diese Ziffernfolge erstmal merken. Denn sie wird dennoch am Ende relativ weit vorn sein mit einer wiederum richtig guten Vorstellung in der Spur, die heute wirklich knallhart ist. Über Nacht minus 17, minus 16 Grad, jetzt minus 10 so in etwa. Ja klar, sie ist erstmal diejenige, die das Rennen bestimmt hat von vorne weg. Aber Alimbekova mit Startnummer 5 wird als erste die Zeit attackieren. Zuletzt aber war es ganz eng zwischen den beiden und das, obwohl Oeberg 2 und Alimbekova 0 geschossen hat. Jetzt aber alle Achtung für Vanessa Vogt. Ganz starker Einstieg in die Saison der IBU-Gesamtsiegerin des letzten Jahres. Ja, die vor allem dank ihres starken Schießens so stark war über die Auftakt 15 Kilometer als 12. Und jetzt Denise Herrmann mit einer fehlerfreien Schießanlage ganz stark gemacht. Sehr konzentriert, nicht übermäßig schnell, aber doch mit einem gewissen Risiko hat sie das Ding hier jetzt fehlerfrei absolviert. Diese 2. Schießeinlage für Denise Herrmann, die in der Vorbereitung weniger Wettbewerbe gemacht hat als im letzten Jahr. Da hat sie gesagt, da war ich ein bisschen drüber, habe übertrieben und war dann Mitte der Saison ziemlich alle. Als auch noch eine Gürtelrose dazu kam bei den Weltmeisterschaften, wollte es in diesem Jahr etwas vorsichtiger und verhaltener angehen. Dafür war der Einstieg schon brillant mit Rang 3 über die 15 Kilometer. Hanna Oeberg mit einem weiteren Fehler. Lynn Persson fehlerfrei jetzt in Zielnähe. Aber keine Chance gegen ihre Mannschaftskameradin. Gegen Elvira Oeberg. Die ist gelaufen wie ein Derwisch. 22 Sekunden fast der Rückstand von Persson. Und die war fehlerfrei geblieben. Jetzt müsste gleich Sinara Alimbekova kommen. Und auch die schafft tatsächlich die Vorgabe nicht von Elvira Oeberg. Unglaublich. Die muss geflogen sein in der Spur, denn Alimbekova ist beileibe nicht langsam, ist hier erst einmal 2. 8 Sekunden hinter Elvira Oeberg und wieder auf dem Weg zu einer brillanten Platzierung. 2-mal schon auf Rang 4, Sinara Alimbekova. Julia Dümer, eine der besten Schützinnen des Feldes. Auch wenn sie hier einen Fehler fabriziert hat in den letzten Jahren, hat sie immer wieder gezeigt, dass sie vor allen Dingen bei den schießlastigen Wettbewerben ganz weit vorn zu finden ist. Vanessa Hinz mit der 54 an der Reihe war noch nicht zufrieden mit ihrem Auftakt, mit ihrem Einstieg. Hat sich gefreut wie lange nicht auf die Saison. War auch ein bisschen nervös, hat aber, so hat sie mir erzählt, sich bei den Wettbewerben in der Vorbereitung Davos nochmal den richtigen Schwung und den richtigen Pep geholt. Mal schauen, ob sie es heute umsetzen kann. Bei Dorothea Wierer lief es auch noch nicht so nach Plan. War aber nach Auskunft des Trainers Andreas Zingerle auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass sie Probleme hatte mit dem Gewehr, Probleme beim Repetieren. Die sollten jetzt überwunden sein und schon schießt sie wieder wie der Teufel. Und dennoch mit einem Fehler. Also 2 Fehler Wierer, die hier schnell Feuer geschossen hat, volles Risiko gegangen ist. Hanna Sola, die so schnell unterwegs ist, muss jetzt einmal in die Runde und wir schauen auf das erste Schießen von Franziska Pross.
mit einem neuen Abzug. Ist jetzt eine Art Würfel mit einem Dorn drauf für das bessere Gefühl des Zeigefingers. Und das hat sie in diesem Falle hier nicht getrogen. Wunderbar. Vor allen Dingen, wenn es kalt draußen ist, ist dieser neue Abzug hilfreich. Und es ist heute knackig kalt. Franziska Preuß, wie schon beim Auftaktsprint, im Bereich der Besten. Dritte nach dem ersten Schießen. 10 Sekunden Rückstand auf die dort führende Hanna Sola. Hat sich im Frühjahr einen kompletten neuen Schaft bauen lassen. Franziska Preuß bei Sandro Brieslinger. Eine Kombination aus einem Holzschaft, wie immer aus Nussbaum, und einem Teilchen, was da unten zu sehen ist, was wir beim Stehenanschlag noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen können. Das nämlich ist aus dem 3D-Drucker. Jetzt Marte Olsby-Reuseland. Für meine Begriffe heute die aussichtsreichste der Norwegerinnen. Ganz stark, sieht auch Patrick Oberecker so, der seine Marte Olsby über den grünen Klee lobt. Sie sagt, sie hat den Kopf, ist vollkommen überzeugt von ihrem Weg. Das hat man selten so im Biathlon, dass eine so stringent ihren Weg geht. Allerdings der Laufrückstand jetzt auch schon ganz schön von Marte Olsby-Reuseland. Sechste mit 16 Sekunden Rückstand. Lisa Vitozzi mit dem Fehler. Davidova auf dem Weg zum Ziel und jetzt auf Rang 2 nach dem ersten Schießen. Lisa Therese Hauser ist angesichts der Fülle der Ereignisse der Regie jetzt einmal durch die Lappen gegangen. Die Österreicherin werden wir sicherlich beim Stehenschießen zu sehen bekommen. So, wie wir sehen, allesamt haben sie hier keine Chance gegen Elvira Öberg. Die hat hier eine unfassbare Laufzeit hingelegt. Sie war die Zweitplatzierte des Auftaktsprints in diesem Winter, Anaïs Chevalier-Boucher. Und fängt schon wieder genauso gut an. Auch in der vergangenen Woche blieb sie fehlerfrei, war läuferisch in der Nähe der Allerbesten. Und auch jetzt auf Tuchfühlung mit den Besten nach dem ersten Schießen, Anaïs Chevalier-Boucher. Am Start Vanessa Hinz. Und wir schauen gleich wieder rüber auf die andere Seite, denn in der Nähe des Ziels jetzt Denise Herrmann. Rückstand knappe 30 Sekunden oder jetzt gleich gute 30 Sekunden auf die Führende, auf Elvira Öberg. Haben Ihnen erzählt, dass sie ein bisschen anders die Saisonvorbereitung angegangen ist. Macht längere Einheiten als die anderen mit etwas geringerer Intensität. Da diese Intensität bei ihr, bei Denise Herrmann, immer gleich besonders anschlägt. Aber einmal Augenmerk auf Hanna Sola. Doppelführung für Belarus bei Kilometer 6,3. Im Ziel allerdings wissen wir, Alim Beke war noch zurückgefallen hinter die führende Elvira Öberg. Und wir sehen Hanna Öberg, die heute sicherlich nicht so auftrumpft wie in der letzten Woche. Da hatte sie am Schießstand eine Bilderbuchreife Leistung hingelegt mit 2x0. Währenddessen wir Vanessa Vogt sehen, die hat schon die eine 0 und jetzt noch eine zweite. Das wäre ebenso stark wie zum Auftakt. Also Hut ab, großes Kompliment, Vanessa Vogt, 0 Fehler, währenddessen Hanna Öberg mit deren Zweien im Moment auf Rang 5 liegt. So, jetzt sehen wir hier Vanessa Vogt, die vom Schießstand wegläuft, 2x die 0, lupenreine Weste also beim Schießen, Rang 12 zum Auftakt über die 15 Kilometer, sie hält sich super wacker und die Russin Restsova muss zum zweiten Mal in die Runde. Vanessa Vogt hatte ja ein individuelles Startrecht für den Auftakt-Weltcup als IBU-Gesamtsiegerin des letzten Jahres. Hat sich dort behauptet und darf drin bleiben. Und hier jetzt Lisa Therese Hauser mit einer zweiten Null. Mein lieber Mann mit Schnellfeuer.
Da ist es kein Wunder, dass sie vorhin den Kameraleuten durchgerutscht ist, wie schnell die Lisa schießt zum Auftakt mit einer sehr starken Leistung als Zweite über die 15 Kilometer. Dann war sie enttäuscht, weil sie laut Gerald Hönig auch ein bisschen zu viel Risiko genommen hatte beim Schießen. Im Sprint etwas schlechter und heute mit einer fulminanten Vorstellung und hier mit der klaren Führung Lisa Therese Hauser. 15 Sekunden voraus vor Sinara Alimbekova. So, Startnummer 21, die gehört Hanna Sola. Auf die müssen wir gleich besonders achten. WM-Dritte im Sprint der letzten Saison. Fünfte hier in der letzten Woche und jetzt mit einer super Zwischenzeit. 400 Meter vor dem Ziel, fast gleich auf mit Elvira Oeberg. Jetzt kommt es darauf an, wie sie die letzten Abfahrten, die letzten Kurven gemeistert hat. Es wird eng, aber ich glaube, es wird nicht reichen gegen die übermächtige Schwedin in der Spur am heutigen Tag, gegen Elvira Oeberg. Unglaublich, Zeit verrinnt und Hanna Sola ist Zweite vor ihrer Mannschaftskameradin Alimbekova. Auch sie langsamer in der Spur als Elvira Oeberg. Emilie Kaltenberg, die Norwegerin. Null Fehler im Liegendanschlag. Und jetzt der erste Fehler. Sie eigentlich eine gute Schützin, war Siebente zum Auftakt über 15 Kilometer. Dann Anna Magnusson, die nach langer Durststrecke und Verletzungspausen mal wieder richtig gut durch den Sommer gekommen ist, wurde gelobt von ihrem Coach und schießt hier eine glatte Null. Und Franziska Preuß hat jetzt zum zweiten Mal die Chance, schießt sehr schnell und dann doch den Fehler. Schade drum, hat hier auch volles Risiko genommen, denn sie kannte die Zwischenzeit. Mit der wäre sie an Hauser vorbeigekommen. Ganz knapp, jetzt muss sie einmal in die Runde. Liegt immer noch sehr gut im Wettbewerb, könnte vielleicht dicht hinter Alimbekova rauskommen. Mal schauen, nach diesem zweiten Schießen Hauser vor Alimbekova und Sola. So, nächste starke Schwedin, Mona Brosson, die in den ersten beiden Rennen mit hohen Startnummern ran musste und dennoch zweimal zu überzeugen wusste. Auch sie eine gute Schützin, wie die eben gesehene Anna Magnusson. Ähnlich wie bei Denise Herrmann muss sie eine Patrone manuell nachladen, hat sich die Patrone rausrepetiert. Kam der Fehler bei Mona Brosson und Marte Olsby-Reuseland jetzt auch mit dem einen Fehler, der vielleicht zu viel sein könnte, um am Ende aufs Treppchen zu kommen. Muss jetzt abbiegen, genauso wie Franziska Preuß eben. Marte Olsby-Reuseland. Es geht irre schnell hin und her. Reuseland auf dem Weg in die Strafrunde und Julia Simon, die Französin, beim ersten Schießen. Hier mit dem ersten Fehler des heutigen Tages und gleich der zweite oben drauf. Ihr Saisoneinstieg eigentlich desaströs. 72. und 35. für eine so starke Athletin. Ja, und Lisa Vitozzi, die kann es. Andreas Zinger, der sagt, sie muss es nur zusammenbringen. Immer wieder hat sie Verlagerungen beim Liegenschießen. So auch heute wieder, führte zu einer Strafrunde. Ansonsten sie die stärkste der Vorbereitung im italienischen Team. Da haben einige aufgehört. Rungaldia, Gontier zum Beispiel. Und wir sind wieder bei Vanessa Vogt draußen auf der Strecke. Und die macht heute erneut ein richtig gutes Rennen. Nochmal zur Erinnerung. 12. war sie zum Auftakt über 15 Kilometer. Und jetzt steht da sogar eine 6 hinter ihren Zwischenzeiten. Vanessa Vogt aus Oberhof, die streckenweise in Ruhpolding trainiert. Dort gemeinsam dann mit Denise Herrmann, mit Vanessa Hinz, mit all den anderen. Hinz jetzt zum ersten Mal an den Scheiben. Einstieg nicht gut. Aber das hat sie mir erzählt. Sie hat sich vorgenommen, ruhig zu bleiben, nicht wie in den letzten Jahren immer gleich alles zu hinterfragen, wenn es mal nicht läuft. Und es läuft gerade nicht zum Saisoneinstieg.
war nur 24. und 60. in den ersten beiden Rennen. Und auch heute wird es ziemlich weit hinten einkommen. Dafür Vanessa Vogt mit einer Tip-Top-Leistung. Null Fehler beim Schießen und auch läuferisch hat sie sich hier stark präsentiert. Das ist erstmal Rang 6, ganz knapp hinter Denise Herrmann. Jetzt also auf den Rängen 5 und 6. Ich kann nur sagen, Hut ab, Vanessa Vogt, wie die sich reingefunden hat in den Weltcup im letzten Jahr. Erste kleine Schnupperproben, in diesem Jahr schon richtig gut angekommen. Und auch sie hier, Lisa-Therese Hauser, die Dominierende im letzten Jahr zum ersten Mal auf dem Weltcup-Treppchen. Zum ersten Mal mit einem Weltcup-Sieg, dann ein gutes Resultat nach dem anderen. Und hier heute null Fehler, fast unbemerkt beim ersten Schießen. Und jetzt wird sie hier eine neue Spitzenzeit hinlegen. Die erste, die Elvira Öberg unterbieten kann. Mit null Fehlern Lisa-Therese Hauser, vielleicht sogar auf dem Weg zu ihrem ersten Triumph dieses Winters. Einmal Zweite war sie schon, über die 15 Kilometer. Und das hier heute eine fabelhafte, tadellose Leistung. Gerald Hönig, dessen Vertrag noch bis einschließlich dieser Saison läuft bei den Österreichern, war gestern schon voll des Lobes und wie gesagt hatte ein bisschen das hohe Risiko beim ersten Sprint des Jahres kritisiert. Heute konnte ich nicht erkennen, dass sie weniger Risiko genommen hat bei den Schießanlagen, aber heute ging es auf. Lisa-Therese Hauser, Startnummer 31, großartige Vorstellung. Auch Jessica Jeslova hat hier durchaus zu gefallen gewusst zum Auftakt. Ach, schade, der letzte, dann doch noch der Fehler. Muss auch André Moravec da konstatieren. Jeslova mit einem überzeugenden 18. Rang beim ersten Sprint. Hat sich jetzt durch diese Strafrunde vielleicht wieder in einen ähnlichen Bereich katapultiert. Lag durchaus besser im Rennen. So, das Gute heute, die Bedingungen scheinen durchaus gleichbleibend zu sein. Nach wie vor ganz, ganz leichter Schneefall, der die Strecke aber keineswegs langsamer macht. Wird also kein Startnummernrennen, kein sogenanntes, sondern die Bedingungen von A bis Z gleichbleibend gut. Mironova, die Russin, jetzt beim Schießen. Bleibt fehlerfrei. Gut auch für die Spätstarter in diesem Feld, für Janina Hettich, die mit Startnummer 90 noch kommt, und für Tiril Eckhoff, heute dreimal die 1, 111. Jetzt aber erst einmal Achtung für den Zielanlauf von Franziska Preuß. Schade, der eine Fehler war natürlich zu viel, um ganz vorn anzugreifen, aber sie macht erneut ein sehr, sehr, sehr überzeugendes Rennen. Franziska Preuß, läuferisch momentan die Beste im deutschen Team und wieder stark dabei auf Rang 5. Knapp hinter Zinara Alimbekeva, die allerdings war fehlerfrei geblieben. Franziska Preuß mit einem Fehler. So, Anaïs Bescon korrigiert ein bisschen die Visiereinrichtung. Anna Magnusson oben im Fenster, fehlerfrei geblieben im Liegenanschlag, fällt jetzt zurück. Links Anaïs Bescon, rechts muss Magnusson in die Strafrunde. Bescon hat sich Zeit genommen, hat dann auch noch diesen kleinen technischen Fehler da gehabt. Hält sich allerdings sehr gut auf Rang 11 nach dem ersten Schießen. Marte Olsby-Reuseland, wie Franziska Preuß, mit einem Fehler belastet, schafft die Zeit der Deutschen aber nicht. Das heißt also, Franziska Preuß war richtig gut unterwegs. Siebbeste in der Spur momentan mit einem Rückstand von 36 Sekunden auf Elvira Öberg. Reuseland ist langsamer, scheitert auch an der Vorgabe von Denise Herrmann und das ist ein richtig gutes Zeichen. Also auch läuferisch Denise Herrmann jetzt schon wieder bei den Schnellsten angekommen. Oh,
ist Chevalier Boucher hier vorne jetzt an der Spitzkehre angekommen, ebenfalls mit einem Fehler. Genau wie Reuseland und Franziska Preuß. Lisa Vitozzi genauso mit einem Fehler unterwegs wie Franziska Preuß, deutlich hinter ihr im Ziel auf Rang 11. Franziska Preuß nach wie vor fünfte und damit bestplatzierte Deutsche im Ziel. Siebente Hermann, achte Vogt. Dickes Ausrufezeichen, vor allen Dingen hinter der Platzierung von Vanessa Vogt. Lange Abfahrt, aus der sie zum Ziel hinkommen und dann noch eine kurze Zielgerade. Auch Anaïs Chevalier-Boucher bleibt hinter Franziska Preuß zurück. Erst einmal auf Platz 6, auch sie mit einem Fehler belastet. Franzi Preuß, wie gesagt, mit der siebtbesten Laufzeit. Noch schneller, Denis Herrmann, eine Sekunde schneller als Franziska Preuß in der Spur. Fehler beim allerletzten. Patrick Oberger hat gesagt, fast alle seine Schützlinge haben ein gutes Rennen hingelegt. Einzige Ausnahme im Grunde genommen Tiril Eckhoff, die mächtig dran zu knabbern hat, dass sie heute als letzte der Norwegerinnen in die Spur muss. Bekommt da keinen Bonus. Lena Hecki, stark am Schießstand. Das kennen wir von ihr. In der Spur hängt sie den Besten ein bisschen hinterher. Dennoch in der Gesamtleistung. Gute Vorstellung für die Schweizerin mit momentan Rang 13. Na, gut zu hören, wie diese Strecken schlauchen. Es ist ein ständiges Berg rauf, Berg runter. Viele knifflige Kurven, harter Untergrund. Lucy Charvatova mit der 70. Nur 12 Sekunden hinter der hier führenden Hanna Sola angekommen. Das zeigt die Zahl dort oben in der Grafik. 14 Sekunden bis zum ersten Schuss. Das ist normales Tempo. Ja, und immer wieder dieses leichte Kopfschütteln beim tschechischen Coach. Immer der eine oder andere Fehler zu viel. Bei Vanessa Hinz waren es deren zwei im Liegenschießen. Ja, es geht doch. Voll konzentriert bei diesem zweiten Anschlag. Null Fehler, jetzt kann sie ohne Strafrunde weiterlaufen. Rückstand allerdings schon ganz gehörig. Über 1,5 Minuten auf die hier führende Lisa-Therese Hauser. Das ist logischerweise viel zu viel. Auch wenn man die beiden Runden da noch abziehen muss, hat sie hier doch über 30, 40 Sekunden Rückstand auf die Österreicherin. Caroline Offistad-Knotten, noch eine aus der wirklich sehr starken norwegischen Mannschaft. ...26 Jahre alt, also auch keine der ganz jungen Himmelsstürmerinnen mehr im Team von Patrick Oberegger. Michela Carrara kehrt nach längerer Pause wieder zurück ins italienische Team. Mit 3 Fehlern muss sie gleich ganz schön Lehrgeld zahlen oder wieder Einstandsgeld. So, dann sehen wir hier die jüngere Schwester von Anaïs Chevalier, die im Ziel momentan Sechste ist. Auch Chloé Chevalier, vor allen Dingen eine sehr starke Läuferin. Oh ja, im letzten Jahr mit einem Top-10-Platz, das war auch mal in einem Sprint. Chloé Chevalier und das hier ist Janina Hettich, letzte der deutschen Damen, die mit Startnummer 90 gleich in die Spur geht. Anna Weidel übrigens, falls Sie das vorhin verpasst haben, heute nicht am Start. Hat gestern beim Training so ein bisschen Halskratzen verspürt.
sich insgesamt zwar gut gefühlt, aber gemeinsam mit der Ärztin, mit Katharina Blume, haben sie dann entschieden, heute eine kleine Pause einzulegen, um kein unnötiges Risiko für den weiteren Verlauf der Saison einzugehen. So, wir sind bei Sari Maeda, der Japanerin, währenddessen ich sie schon mal ein bisschen vorwarnen möchte. Vielleicht verlassen wir gleich diesen Wettbewerb aus einem viel wichtigeren Grund, denn es gibt gleich eine Pressekonferenz der Ministerpräsidenten. Die Corona-Lage in Deutschland nach wie vor sehr angespannt, es gibt neue Entscheidungen. Pressekonferenz also mit Angela Merkel und Olaf Scholz wird gleich im ersten stattfinden. Wir senden dann weiter auf sportschau.de, wenn Sie dahin switchen möchten, oder auch in One. Erst einmal bleiben wir noch im ersten und sind mit Janina Hettich, der fünften und letzten deutschen Starterin, jetzt auf der Strecke unterwegs. So, Mona Brorson mit einem Fehler. Das sind viele da im Ziel, die mit einem Fehler belastet sind. Weit zurück hinter Lisa-Therese Hauser und auch hinter ihrer Mannschaftskameradin Elvira Oeberg, die mit Abstand die beste Laufzeit heute zum dritten Mal in Folge in den eisigkalten Schnee von Östersund gezaubert hat. Rang 19 erst einmal für Mona Brorson. Elvira Oeberg ist Zweite hinter der nach wie vor führenden Lisa-Therese Hauser. So, neues Gesicht im Team der Schwedinnen, Johanna Skottheim. Neues Gesicht nur für diesen Weltcup-Winter. Heute mit ihrem Einstand. Stina Nilsson, die Umsteigerin vom Langlauf, ist dafür von Jean-Marc Chablot und Johannes Lukas in den IBU Cup geschickt worden. Aber das ist ein ständiges Kommen und Gehen und Vergleichen der Leistungen. Also Stina Nilsson wird sicherlich wieder zurückkehren. So, jetzt nochmal ein gewaltiger Rücksprung von den Kollegen der Grafik. Nach dem ersten Schießen Hanna Sola in Führung vor Chloé Chevalier. Die ist nur unterwegs. Hanna Sola im Ziel schon als momentan Dritte. Also extrem gut die Leistungen der Belarusinnen unter Reinhard Gößweiner, dem Österreicher. Extrem aufgeblüht, fast schon zu alter Stärke à la Domracheva zurückgekehrt. Wir sind bei Joan Reed, der Amerikanerin mit der 81, Tochter von Beth Hayden, der Weltmeisterin im Eisschnelllauf von 79 und Radweltmeisterin des Jahres 1980. So, wie eben angekündigt, verlassen wir jetzt das Biathlonrennen aus viel, viel wichtigerem Grunde. Wir gehen rüber zur Pressekonferenz der Ministerpräsidenten. Die Corona-Lage von Deutschland ist das Thema. Wir sind weiterhin für Sie da in One. Haben wir die vor unserem Wettbewerb schon einmal angekündigte Benita Pfeiffer, also der Name Pfeiffer, nicht nur bei uns auf der Präsenterposition, sondern auch
weiterhin im Feld der Aktiven im Biathlon präsent. Sie haben einen gemeinsamen Ur-Urgroßvater, Arndt und Benita, eine Umsteigerin vom Langlauf. Und wir schauen auf das Zwischenresultat im Ziel. Lisa Therese Hauser, null Fehler heute. Und dann die überragende Elvira Oeberg, die die Bestzeit in der Spur hat auf Rang 2. Wir werfen einen Blick auf Lisa Therese Hauser. Der Regisseur ist offenbar der Meinung, da tut sich nicht mehr viel. Und ich denke mal, er wird damit richtig liegen. Schauen also auf die auch läuferisch klar verbesserte Österreicherin. Hier kommt noch eine, die eine echte Chance hat mit der 74. Chloé Chevalier, vielleicht die einzige derer, die noch unterwegs sind, die das Treiben ganz vorn noch komplett verrückt macht. Schauen Sie auf die Zwischenzeit. Chloé Chevalier mit einem weiteren fehlerfreien Schießen ist sie tatsächlich in der Lage, die Zeit von Hauser, Alimbekova und Sola hier zu unterbieten. Jetzt muss es allerdings auch flutschen. Das Stehenschießen nicht unbedingt ihre engste Freundin. Sehr konzentriert, die junge Französin. Drei Treffer hat sie schon. Jetzt wackelt die Position von Lisa Therese Hauser. Jetzt wackelt aber auch Chloé Chevalier. Und 10 Sekunden, 11 Sekunden, 12 Sekunden. So lange hat noch keine gewartet. 14 Sekunden bis zum vierten Schuss. Am Ende hat es ihr recht gegeben. Sie hat die Chance, die Zeit von Hauser zu attackieren. Chloé Chevalier mit einer routinierten, mit einer abgebrühten, mit einer Meisterleistung hier beim zweiten Schießen. Chloé Chevalier auf dem Weg aufs Podium und Denise Herrmann jetzt bei Christian Dixon. Ja, liebe Zuschauer, wir sind zurück im Ersten jetzt. Die Pressekonferenz mit Angela Merkel und Olaf Scholz verzögert sich noch ein bisschen. Wenn das dann losgeht, gehen wir rüber. Jetzt hören wir erstmal Denise Herrmann. Denise, Sie haben sich eben auch angeschaut, wie Chloé Chevalier das gemacht hat. Nach drei Schuss dann nochmal gewartet. Können Sie sich ein bisschen reinversetzen, wie schwer das dann ist, wenn man unbedingt die Null möchte und nach drei Treffern merkt, ja, jetzt könnte es schwer werden? Ist schon mal gut, dass man das merkt, dass man so ein bisschen so aus dem Rhythmus und ins Wanken kommt, kann schon mal stehen, passieren, gerade im Sprint, das ist mir schon voll belastet. Und wenn man das dann gut, wenn man das im Griff hat und wenn man da irgendwie so diesen kurzen Haltschalter findet in sich drin. Sie selbst hatten beim ersten Schießen so ein bisschen Probleme, es wirkte nicht so ganz rund alles. Können Sie es mal mitnehmen? Ja, also es war so, dass ich überhaupt kein Gefühl mehr hatte in meinem Schießfinger, so im Zeigefinger auf der rechten Hand und dann mich in Anschlag gelegt und da ist mir der erste Schuss dann halt auch leider rausgekommen. Ich wollte noch gar nicht schießen, da habe ich mir gedacht, bravo, und dann habe ich mir noch zudem mal wieder einen Schuss rausrepetiert. Dann musste ich auch noch mit diesem nicht fühlenden Finger irgendwie eine Nachladepatrone einsetzen. Ich meine, ist ja schon schlimm, wenn man das so Staffel machen muss, aber heute hätte man das eigentlich nicht machen können. Da hat man natürlich, da habe ich wieder viel Zeit liegen gelassen am Stand einfach. Sonst der Rest war wirklich in Ordnung, also stehen die Null, weil ich weiß, dass ich das gerade kann und auch liegend die Null bringen kann. Das muss man auch gerade im Sprintrennen, das sieht man, was wird top geschossen. Und Laufen merke ich auch, es geht immer besser. Ist natürlich nicht das, wo ich ganz hin will, aber dazu ist auch noch Zeit. Und die Teilleistungen, die passen heute, klar, dieses kleine technische Problemchen da noch am Stand und dazu noch kalte Finger. Aber das ist ein Problem, das wird in Peking auch auf uns zukommen und da haben wir hier die Möglichkeit, schon so mal was auszuprobieren. Ja, Sie haben das mit Laufform schon angesprochen. Sie haben ja gesagt, es geht alles ein bisschen mehr Richtung Peking. Man muss ein bisschen Geduld haben. Bei wie viel Prozent würden Sie sich sehen oder wie gut ist die Entwicklung in den drei Rennen bisher? Ja doch, die Entwicklung merke ich schon, das wird jetzt immer besser in den Beinen. Und die Belastung, dieser Schmerz und dieses Laktat in den Beinen, das wird jetzt schon so normaler und man findet auch so vom Laufen den Zug immer mehr rein und diese Ausbelastung, das in den roten Bereich reinlaufen und dann nochmal einen draufsetzen, das kommt jetzt schon immer besser und da bin ich optimistisch. Das war auch so ein bisschen der Plan und letztendlich ist mir trotzdem jetzt der Dezember ist halt wirklich da, um da in diese Belastung reinzufinden und dann hoffentlich noch einen draufsetzen zu können. Und morgen ist ja erstmal ein Ruhetag. Vielen Dank. Genau. Danke. Und wir schauen ganz kurz mal auf das erste Schießen von Janina Hettich. Das war während des Interviews. Sie ist eine gute Schützin, hat sie im letzten Jahr ein ums andere Mal unter Beweis gestellt. Und sie schießt auch jetzt wunderbar. Und jetzt ist es endgültig soweit. Rüber zur Pressekonferenz der Ministerpräsidenten zu. Oh.
So, ich weiß, Biathlon-Freunde sind sehr geduldig und lieben ihren Sport. Deshalb finden sie uns auf allen Sendern. Weiter jetzt also auf Run mit Idalin auf dem Weg zum Ziel. Zwei Fehler wie Elvira Öberg, die Schwedin. Und dennoch, schauen Sie mal, 1:15 der Rückstand der durchaus nicht laufschwachen Norwegerin auf Elvira Öberg, die Tagesbeste, was das Laufen anbelangt. Joan Reed, 0 Fehler liegend. Jetzt ist sie beim Stehenschießen und da läuft es nicht so rund für die Amerikanerin. Oha. Das sind dann 600 Meter Strafe. Das ist üppig für die junge Amerikanerin. Das ist bitter. Und das ist mit der Startnummer 111. Vielleicht sogar ein gutes Omen. Dreimal die 1. Tirin Eckhoff. Ja, sie lächelt, macht gute Miene zum bösen Spiel. Das nagt schon an ihr, schlechteste Norwegerin in der Weltcup-Gesamtwertung zu sein. Auch als Letzte wählen zu dürfen, in welche Startgruppe sie geht. Da gibt es keinen Bonus für das letzte Jahr. Für die große Überfliegerin, die damals 13 Siege einheimste in der abgelaufenen Saison. Also da ist Patrick Oberegger auch knallhart. Sie muss sich hinten anstellen und heute halt das Feld von hinten aufräufeln. Tirill Eckhoff, im letzten Jahr, schwacher Trost für sie, ging es noch holpriger los. Da begann sie mit den Rängen 67 und 38 in diesem Jahr. Steigerung, Plätze 30 und 28. So, rüber zu Benita Peiffer, eine Umsteigerin vom Langlauf. War bei den Jugendweltmeisterschaften der Biathletinnen schon mit dabei. Hat jetzt hier auch reingeschnuppert in den Weltcup mit den Rängen 104 und 107, ziemlich am Ende des Feldes. Also sie gehört eindeutig zu den Lernenden, das sieht man auch hier. Dreht da ganz gehörig am Diopter. Drei Rasten sind ungefähr 1 Zentimeter vorn, hat sie tüchtig gedreht, aber mit Erfolg. Nach dem einen Fehler kamen 4 Treffer bei Benita Peiffer. Starke Leistung, zumindest diese Einzelleistung, was das Liegenschießen anbelangt. Vielleicht sogar das Beste ihrer bisherigen Auftritte. Stichwort gute Auftritte, beste Auftritte. Vanessa Vogt hat heute wieder einen sehr guten hinzugefügt und steht jetzt zum Interview bereit bei Christian Dexen. Ja, Vanessa Vogt ist aktuell 9. und blieben sie unter den besten 15, das ganz gut aussieht im Moment, dann wäre die Olympianorm bereits erfüllt. Wie geht es Ihnen damit, mit dieser ja doch sehr großen Wahrscheinlichkeit, dass es heute schon klappt? Ja, die Olympianorm ist jetzt erstmal in meinem Kopf nicht so krass präsent. Ich will einfach gut in die Saison reinkommen, das habe ich, denke ich, unter Beweis gestellt. Ja, mir ist einfach wichtig, von Rennen zu Rennen zu schauen, zu dem Team, was hier ist, aktuell dazugehören. Und ja, der Rest kommt von ganz allein. Es ist die zweite Woche jetzt hintereinander. Wie war es denn, was Nervosität, Anspannung angeht? Hat sich das so ein bisschen gelegt im Unterschied zum ersten Wochenende? Ja, dadurch, dass das erste Wochenende schon einen ziemlich hohen Druckfaktor hatte, weil es war ja schon noch eine Quali. Ich meine, 6 Mädels stehen jetzt nur noch hier und letzte Woche waren wir noch 7 zu 7. Das war schon nochmal eine andere Nervosität. Aber ich denke mal, wenn die ersten Rennen einigermaßen gut laufen, dann ist die Nervosität nicht mehr ganz so groß. Und morgen starten Sie, übermorgen, morgen ist ja Ruhetag, 1 Sekunde hinter Denise Herrmann in den Verfolger. Ist das eine Gegnerin für die erste Runde oder eine Lokomotive oder muss man da vielleicht sagen, okay, ich mache mein Ding? Also eigentlich ganz cool, weil meine ersten Runden verschlafe ich gern mal. Und ich glaube, das ist dann ziemlich cool auch mal zu sehen, wie sie da agiert und ob ich da vielleicht sogar mithalten kann. Dann viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Rein läuferisch war Vanessa Vogt heute 25 Sekunden langsamer als Denise Herrmann. Tirill Eckhoff, die da hinten kommt, im letzten Jahr ein ums andere Mal die allerschnellste. Toll anzusehen, ihre Technik hat jetzt hier auf die 2-1er umgestellt. Hohe Frequenz, immer eine der besten, aber hier bei Kilometer 1,3. Da muss sie anerkennen, Hanna Sola und auch Elvira Öberg haben das Rennen unfassbar schnell begonnen. Und beide sind sie im Ziel ja auch noch auf dem Treppchen. Öberg Zweite, Hanna Sola momentan Dritte. Und Janina Hettich zum zweiten Mal bei den Scheiben.
Ja, ganz stark, sehr konzentriert, sieht auch Christian Mehringer so. Hat sich vor der Saison einen neuen Schaft bauen lassen, genauso wie Franziska Preuß, war im April ein paar Tage in Oberhof bei Sandro Brieslinger. Ihre Waffe jetzt insgesamt deutlich leichter, fast 400 Gramm, ist nach wie vor aus Holz. Und nach wie vor schießt sie 1A, die Janina Hettich, 2x0, Rang 15 nach dem zweiten Schießen. Ist aber noch ein gehöriges Stück Weges. Das musste auch Chloé Chevalier übrigens einsehen. Die hat auf der letzten Runde sage und schreibe 20 Sekunden auf die führende Lisa-Therese Hauser verloren und ist damit von Rang 3 auf Rang 8 im Ziel zurückgefallen. Die Französin, die nach dem zweiten Schießen noch auf Podiumskurs lag. Ganz eindeutig zu registrieren, hier gilt das alte Motto, Treffer vor Zeit. Irina Kasakiewicz war zum Auftakt nur 109. und 79. Also die hat hundertprozentig vom Trainer mit auf den Weg bekommen. Heute erst einmal in aller Ruhe aufs Schießen konzentrieren. Und siehe da, Rang 10 ist der Lohn nach dem ersten Anschlag. Valentina Semerenko seit eh und je eine tolle Schützin. Schon mal eine Medaille gewonnen auf dieser Strecke, der Sprintstrecke bei Weltmeisterschaften. Bronze 2015. Gehört mittlerweile zu den sehr erfahrenen, 35 Jahre alt. Caroline Colombo mit guter Zwischenzeit. Schauen wir ganz kurz noch drauf. Ihre erste Serie und gehen dann wieder rüber zu Christian Dexner zum nächsten Interview. Ein Fehler für die Französin und feuerfrei Christian. Ja, passt ganz gut. Ein Fehler hat auch Franziska Preuß geschossen. Insgesamt 90% Trefferleistung sind ja immer so ein bisschen so ein Ziel, wo man sagt, damit kann man leben. Können Sie damit heute gut leben oder ärgern Sie sich dennoch über den Fehler? Ah, es geht so. Irgendwie ärgert es mich schon richtig, weil ich mich so im Anschlag eigentlich echt gut gefühlt habe. Und ja, ich wollte halt unbedingt endlich mal diese 0-0 schießen. Und deswegen ärgert es mich jetzt schon ein bisschen, dass ja wieder knapp eine Tickout hat. Aber ja, trotzdem jetzt am Ende Rang 5, da bin ich natürlich schon zufrieden und ja, das gute Gefühl nehme ich jetzt für Samstag mit. Ja, das hat unser Experte, unser neuer Experte Arndt Peiffer auch vor dem Rennen gesagt, er wünscht Ihnen unbedingt mal, dass die Null mal steht. Reden wir über die Laufform, Sie haben auch gesagt, ähnlich wie Denise Herrmann, das muss so langsam kommen im Laufe der Saison, wie zufrieden waren Sie heute? Ja, ich habe mich am Anfang ein bisschen träge gefühlt, bin ein bisschen schwieriger ins Rennen reinkommen, aber ja, irgendwie rettet man sich dann so rum. Auf der Schlussrunde war ich mit der Doro dann zusammen. Da haben wir ganz gut Tempo machen können. Und ja, groß und ganzen denke ich, was läuft frisch echt gut. Und deswegen heißt es am Samstag wieder Attacke. Genau, morgen ist erstmal ein Ruhetag. Wie werden Sie den gestalten? Auf alle Fälle mal ein bisschen klassisch laufen gehen. Die Beine ein bisschen lockern. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Waffe in die Hand nehme oder nicht. Das entscheide ich, glaube ich, morgen. Vielleicht lasse ich auch mal Luft dran und ja, die Tage vergehen hier irgendwie richtig schnell und ja, dann ist der schon gleich wieder soweit. Gut, dann sehen wir uns Samstag. Ja, danke. Ciao. Und wir haben gesehen, Thierry Lerkoff mit einem Fehler beim ersten Schießen. Auch läuferisch nicht ganz so stark wie die Besten des Tages, wie Elvira Öberg und Hanna Sola, die Belarusin übrigens zweitschnellste Läuferin mit 20 Sekunden Rückstand auf Öberg. Und das ist die führende Lisa-Therese Hauser. Fast identisch so schnell wie Denise Herrmann und Franziska Preuß. Also gute 35 Sekunden langsamer als die schnellste Läuferin. Aber in der Gesamtwertung Lisa-Therese Hauser mit dem höchstwahrscheinlich ersten Sieg des neuen Jahres. Im letzten Jahr war das noch alles ungewohnt für sie. Da hat sie zum ersten Mal überhaupt Kontakt aufgenommen mit dem Siegerpodest. Gerade im ungeliebten Ort in Oberhof und dann auch den ersten Sieg eingefahren. Heute schon fast ein bisschen vertraut. So, Benita Peiffer. Wollen wir die Geschichte doch auch weiter erzählen? Hat sich vorhin beim ersten Anschlag sehr wacker geschlagen. Hat nach dem ersten Fehler korrigiert, heftig korrigiert und offenbar auch richtig. Und hat dann 4 Treffer folgen lassen. Jetzt schauen wir mal auf ihre nächste Serie.
Ja, die Cousine dritten Grades, glaube ich, hat Arndt es so schön formuliert. Benita Peiffer mit heute nur 2 Fehlern. Und ich bin mir sicher, einer deutlichen Steigerung. Vielleicht schafft sie es heute unter die Top 80 oder 70 sogar. Bislang 2-mal jenseits der 100. Und das ist Susan Dunkley, die Amerikanerin. Mit der hohen Startnummer 100. Das Gute ist, die Bedingungen sind nach wie vor gut. Schlechte Nachricht für sie. Sie muss 2-mal in die Runde nach dem Stehen schießen. 2020 mit dem größten Erfolg ihrer Karriere, da gewann sie sensationell Weltmeisterschaftssilber auf der heutigen Strecke, auf dieser Sprintstrecke. So, wir sind bei Janina Hettich, die sich beim Schießen ein weiteres Mal wirklich tadellos gezeigt hat. Möchte diesen Winter auf jeden Fall die Olympia-Qualifikation, hat sie uns erzählt. Und ein Staffelstartplatz, das ist das große Ziel am Horizont für Olympia. Janina Hettich auf dem Weg zum Ziel. Allerdings, hier sehen wir schon die Diskrepanz. Das Null-Fehler-Resultat am Schießstand mit der Leistung, die nicht ganz dazu passt. In der Spur ist sie deutlich zurück, kämpft jetzt gegen Claire Egan, die Amerikanerin, und ist im Ziel erst einmal 25. 1 Minute 13 der Rückstand auf die heute siegreiche Österreicherin Lisa Theresa Hauser. Und die haben wir jetzt im Interview. Ja, Lisa Theresa Hauser, drittes Rennen, zweiter Podestplatz, erster Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Erklären Sie uns, wie Sie so gut in die Saison gekommen sind. Ja, ich weiß es nicht. Es ist gerade unglaublich, was jetzt Anfang der Saison schon wieder passiert. Letztes Wochenende schon mit dem Podestplatz im ersten Rennen. Jetzt wieder, ich weiß noch nicht, es sind noch nicht alle im Ziel. Jetzt traue ich mich noch nicht ganz so zu freuen. Wie mal schauen, ich warte noch ein bisschen ab, bis alle im Ziel sind. Aber es ist ein tolles Rennen gewesen für mich heute wieder und hat mir auf der Spur richtig Spaß gemacht. Und mit 0-0 am Schießstand ist mir persönlich aber sehr wichtig, weil jetzt habe ich beim letzten Sprint mit 1-1 schon so ein bisschen wieder hadern angefangen und ja, heute ist gelungen. Ja, zu früh freuen sollte man sich auch nicht, aus Respekt auch nicht vor den Gegnerinnen auf jeden Fall. Was ist Ihr Ziel für diese Saison? Ist es Olympia oder achten Sie auch so ein bisschen auf die Gesamtwertung, wenn man so konstant sein kann wie Sie? Ja, wenn ich auf die letzten Jahre so zurückblicke, war ich schon immer sehr konstant, was die Platzierungen betrifft. Und von daher habe ich mein Training eigentlich grundsätzlich schon aufgebaut, dass ich die ganze Saison über gute Ergebnisse erreichen kann. Habe nicht den ganzen Fokus nur im Februar. Ich möchte eigentlich schon von jetzt an bis Ende März dann gute Ergebnisse machen. Aber ja, der Start ist mal gelungen und taugt mir voll gerade. Welchen Anteil hat denn eigentlich Gerald Hönig, der deutsche Trainer, der ja seit 2 Jahren bei Ihnen ist, an den Erfolgen? Naja, sehr große. Also ich habe mit vielen Trainern schon zusammengearbeitet. Ich glaube, da hat jeder seinen Teil dazu beitragen. Und der Gerald natürlich auch. Er ist sehr korrekt, er ist sehr ehrlich, was die Arbeit am Skistand betrifft. Und das Feedback, das Ehrliche, das gibt mir sehr viel. Ich komme damit viel anfangen und von den her taugt es mir zurzeit gerade gut. Und ich glaube, heute haben viele Österreicherinnen 0-0 geschossen, also 3, was ich schon weiß. Also von den her, glaube ich, ist er richtig happy heute. Vielen Dank. Danke. Ja, danke. Parallel haben wir die Russin Kasakiewicz gesehen, die 0 Fehler liegend geschossen hat und jetzt sich 2 Fehler im Stehenschießen eingehandelt hat. Also 2-mal in die Runde musste und Lisa Theresa Hauser im letzten Jahr mit 3 Medaillen bei den Weltmeisterschaften, mit einem langen Atem als 6. in der Weltcup-Gesamtwertung. Kann ich nur unterstreichen, die hat in keiner Weise am Ende der Saison nachgelassen im letzten Winter. Also von ihr ist zu erwarten, dass sie im Kampf um die große Kristallkugel ein kräftiges Wörtchen mitmischt in diesem Jahr. Caroline Colombo, die Französin, mit einem Fehler beim ersten Schießen, also noch ohne Möglichkeiten, ganz vorn anzugreifen. Top 15 Platz ist vielleicht drin bei einer fehlerfreien Stehenschießanlage. Das ist jetzt allerdings auch schon Geschichte. Vor 3 Jahren gab sie ihren Weltcup-Einstand, immer mal im EBU-Cup zu finden, dann wieder im Weltcup. Jetzt Chance nicht genutzt, würde ich mal sagen, mit 4 Fehlern im heutigen Sprint. Auch keine gute Ausgangsposition für Caroline Colombo. Schauen wir auf die 111, das ist Tiril Eckhoff. Erstes Schießen, ja, nicht schlecht, aber ein Fehler ist natürlich deutlich zu viel. Bedingungen nach wie vor exzellent hier in Östersund.
Hier hat der Winter schon seit einigen Wochen Einzug gehalten. Es ist tagelang schon knackig kalt. Auch jetzt noch minus 10, minus 11. Gut zu sehen am Gesicht von Tyrell Eckhoff. Und nach wie vor klitzekleine Flocken. So, Zeit immer noch gut. Podium ausgeschlossen, aber eine Top-10-Platzierung, das wäre natürlich was. Dafür muss sie jetzt schnell und fehlerfrei schießen. Ja, die Leichtigkeit ist noch nicht zurück bei Tyrell Eckhoff. Das ist schon mal die richtige Richtung. Sie hat jetzt versucht, riskant zu schießen. Es bleibt ihr anderes übrig, aber zweite Strafrunde für Tyrell Eckhoff und die Norwegerin wird auch heute wieder ungewohnt weit hinten zu finden sein in den Ergebnislisten. Da ist auch Vanessa Hinz heute sicherlich nicht zufrieden. Da schauen wir gleich mal und hören vor allen Dingen ihr zu bei Christian Dixner. Ja, Willi, wir haben eben schon so ein bisschen gesprochen, Vanessa und ich. Sie sind richtig ratlos, ja, weil die Laufform so ein bisschen weg ist. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie sich das entwickelt hat. Vor zwei Wochen im Trainingslager lief es noch anders, ne? Ja, ich kann es selber gar nicht so wirklich erklären. Jetzt natürlich wird es verlangsamt, vielleicht auch verkrampft oder sowas. Ich weiß nicht, was los ist. Vor zwei Wochen hat eigentlich alles nur echt gut ausgeschaut. Ich war jetzt auch nicht in der Überform, dass man sagt irgendwie, oh, oh, muss man aufpassen, aber... Ja, ich bin gerade schon ein bisschen ratlos und so, ich kann es mir nicht wirklich erklären und im Schießen ist ja im Endeffekt nichts anderes. Also. Jetzt sind Sie im Moment auf Platz 50, das heißt, ob Sie den Verfolger schaffen oder nicht, wird man sehen. Ist das dann Hand aufs Herz auch so, dass man sich fast wünscht, okay, dann lasst mich einfach mal in Ruhe, dann werde ich halt 61. und habe meine Ruhe oder wollen Sie gerade erst recht Rennen bestreiten, um zu sehen, es kann dann doch irgendwann sich lösen? Nee, ich will schon laufen. Also natürlich tut man sich vorne ein bisschen leichter, aber was habe ich im Endeffekt zu verlieren? Also ich bin schon hinten. Dann kann ich mein Ding einfach auch noch machen. Ich kann vielleicht auch mal bei den anderen mitlaufen. Das taugt mir nämlich dann eigentlich schon ganz gut. Da mal im Einzel bin ich mal mit ein paar Norwegerinnen mitgelaufen, dann geht's schon. Ich muss nur in diesen Flow reinkommen. Und mal, wie sagt man so, wenn es läuft, läuft's. Und wenn es nicht läuft, läuft's halt nicht. Und so ist es halt leider gerade bei mir. Ich habe jetzt eben Franziska Preuß die gleiche Frage gestellt, aber die hat natürlich eine andere Situation, wie sie morgen den Tag verbringt. Wie werden Sie denn morgen den Ruhetag verbringen, wenn man in so einer komplizierten Situation ist, wie Sie es gerade sind? Auch nicht anders. Was soll ich machen? Ich kann sowieso jetzt gerade nichts ändern. Ich habe mir lang genug Gedanken gemacht, man reizt immer wieder, man wacht nachts auf und denkt sich, hey, was ist eigentlich los? Aber umso mehr man sich den Kopf macht, umso schwieriger wird es. Und jeder sagt immer, du kannst es schon, mach da keinen Kopf. Ja, denk nicht ans rosa Meerschweinchen und man denkt ans rosa Meerschweinchen. So ist es halt einfach. Und na, ich bin schon älter, ich habe es schon öfter hinter mir, aber ich würde mir auch mal wieder einfach mal ein Erfolgserlebnis wünschen. Vielen Dank. Danke. Alles Gute. Danke. Wünschen wir ihr natürlich auch und sind bei Meng Fanqi, der Chinesin, die hier bislang fehlerfrei geschossen hat, die auch in der letzten Woche hier schon überzeugt hat. Sie hat heute die vorletzte Startnummer bekommen und behält hier tatsächlich ihre blütenweiße Weste. 21. war sie zum Auftakt über die 15 Kilometer. Schießlastiger Wettbewerb, weil das Schießen ihre Stärke ist, sehen wir auch hier. Ähnlich wie bei Janina Hettich, null Fehler und läuferisch natürlich deutlich zurück hinter Hauser, Öberg, Sola und Co. Dennoch gute Gesamtleistung und das ist die junge Dame, die heute die letzte Startnummer bekommen hat. Hanna Auchenthaler mit ihrem ersten Weltcup-Start, die junge Italienerin, Tochter übrigens von Armin Auchenthaler. Südtiroler Biathlon-Trainer, mal bei den Schweizerinnen, mal beim Team USA. Und seine Tochter heute also mit dem ersten Reinschnuppern in den Weltcup. Genau das soll sie machen. Sie soll Erfahrungen sammeln, soll sich mit den Großen messen, soll einmal den Puls fühlen, wie es so ist, wenn man neben den anderen steht oder wenn man vor Publikum läuft. Heute zugegebenermaßen nicht allzu viele Zuschauer da. Teresa Winklarkova im Trikot der tschechischen Nationalmannschaft. Die sind heute sicherlich auch ein bisschen enttäuscht. Da lief es in der vergangenen Woche deutlich besser bei Puskarčíková, Jízlová und Co. Heute nicht zu finden unter den ersten 20 im Ziel. Так, друзья, на.
So, Irina Kasakiewicz nach dem Liegenschießen noch ganz gut unterwegs. Dann musste sie 300 Meter extra in Kauf nehmen. Dadurch jetzt auch weit zurückgefallen. Die Russinnen mit ganz passablem Einstieg in diesen Winter. In der letzten Woche vor allen Dingen Restzowa hat da überzeugt. Die anderen nicht weit weg. Rang 44 sicherlich für sie speziell eine deutliche Steigerung, wenn man weiß, der erste Sprint war für sie beendet mit Rang 79. Für uns natürlich interessant, gleich noch Tiril Eckhoff mit der 111, auf die wir warten. Benita Peiffer hatten Sie vielleicht vorhin mit einem Auge mitbekommen, kam als 76. ins Ziel. Also das wird heute mal eine deutliche Steigerung gegenüber ihren bisherigen Platzierungen. So, wir sind bei Tiril Eckhoff, der 31-Jährigen, die im letzten Jahr nicht nur sich selbst, sondern wie sie gesagt hat, auch alle ihre Fans zu Hause endgültig überzeugt haben sollte. Typisch wie sie ist, tiefstaplerisch, hat sie gesagt, im letzten Jahr habe ich zum ersten Mal allen gezeigt, dass ich Biathlon kann. Hat sich den Gesamtweltcup geholt mit 13 Siegen insgesamt. Da hat sie schon mal sich herangetastet an den All-Time-Record von Magdalena Forsberg mit 14 Saisonerfolgen. Aber für sie schwieriges Terrain zu Beginn dieses Winters. Wie vorhin angedeutet, die Ränge 30 und 28, nicht ganz so katastrophal wie im letzten Jahr der Auftakt, aber auch nicht so, wie Tiril Eckhoff es gewohnt ist. So, schauen wir mal heute, wird ähnlich werden mit Rang 30 oder ein bisschen dahinter. Zeit von Hettich ist jetzt vorbei, Tiril Eckhoff auf den letzten Metern. Gibt wie immer Vollgas in der Spur, aber auch da muss sie heute konstatieren, ist sie nicht der stärksten eine. Rang 32, also nicht wirklich eine Steigerung für Tiril Eckhoff, die weiterhin grübeln muss und von sehr weit hinten ansetzen muss in der Verfolgung. So, bestplatzierte Deutsche, Franziska Preuß, steigert sich nochmal. Beim ersten Sprint war sie Siebente, heute auf Rang 5. Wieder dieser eine verflixte Fehler, den sie, da bin ich mir ganz sicher, demnächst abstellen wird. Läuferisch richtig gut unterwegs mit nur 36 Sekunden Rückstand auf Elvira Öberg. Einstieg beim Schießen war tadellos, war sehr schnell, sehr fix. Technisch hat sie noch einmal gefeilt in der Vorbereitung. Das sieht sehr flüssig aus, sehr rhythmisch. Effektiver Armeinsatz, schöner Vortrieb. Dann mit ihrer neuen Waffe ein fast perfektes Stehenschießen. Ein Fehler dort. Alles zusammengenommen, Rang 5. Beste Platzierung des Winters und zufrieden war sie eigentlich auch, hat sie uns vorhin erzählt. Das kleine Wörtchen eigentlich werden wir demnächst auch noch tilgen. Also Lisa Therese Hauser zum zweiten Mal auf dem Treppchen in diesem Winter und der erste Sieg. Elvira Öberg zum dritten Mal in Folge, schnellste Laufzeit, erstes Podestplätzchen. Hanna Sola, die dritte im WM-Sprint, schon wieder auf dem Treppchen. Franziska Preuß war fünfte, Denise Herrmann neunte und weiter geht's mit Michael und Arndt.